Doof, Mann. Hier war's. Die Treppe runter. Hm, erinnere mich. Oder auch nicht? Am Orientieren. Wo bin ich? Sagt er mir nicht. Wo bin ich? Sagt er mir nicht. Ich habe aber eine Vermutung, wo ich bin. Ich erinnere mich nämlich an ein Gespräch. Also nein, ich erinnere mich nicht wirklich an ein Gespräch. Während wir hier waren. Und es gibt da noch irgendwas mit den roten Bändern, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Na, die Tür. War es die Tür? Es war die Tür. Yes, es war die Tür. Wir sind in der Tiefgarage. Ich erinnere mich. These are my parole papers. Who is doing this? What do you want from me? What do you want from me? Hey, Murphy! I got your paperwork here. Take a look. Hey, Murphy, remember, this is a limited time offer, my friend. I'll let you know. Es ist nie gut, Deals mit Seville anzugehen. What's up, Officer Coleridge? What was that about? Nothing. Hey, don't bullshit a bullshitter. Yeah. Simple bad news, Murphy. He doesn't do anyone favors. What are you in for with him? It's nothing. It's... Don't worry about it. For your sake? I hope so. I don't want to get your hopes up, kid, but the parole board's looking pretty closely at your case. Don't screw this up now. Not after all I've done to get you out of here. Don't worry, Officer Coleridge. I got it all under control. Just some unfinished business to take care of. Das glaubst du zumindest. Er sieht aus wie der Mexikaner, der umgebracht wurde, dann hinterher von den Mädels. What the hell are you doing in here anyway, Murphy? You're not like these guys. Told you, sir. Car theft, resisting and evading, and... Yeah, you stole a police cruiser and led him on a 10-hour chase down the eastern seaboard. What makes a guy with no priors and a clean sight do something that stupid? Da gibt's einen Grund. I think you at least owe me the truth. Dazu kommen wir noch. Maybe I just needed to escape from the world for a while. Yeah, well, you just steer clear of Sewell and do your ja, homework, bitte. Right? Yeah. You got it, Chief. Ich glaube wirklich, es grummelt draußen, aber die Sonne scheint. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich hin muss. Eigentlich wollte ich noch bis dahin, wo ich hin muss. Gerne, aber habe ich Lust hier drauf? Ich weiß es nicht. Was? Gentennial Building. Garage. Ja, wir sind in der Fuck-Garage. Habe ich Lust hier drauf? Nein. Und ich höre schon wieder jemanden. Ja, ja. Ich brauche etwas dafür. I know. Ist mit einem Fuck-Rätsel verbunden. I know. If I can just get to that freight elevator. Oh nein, dann kommt ja doch erst die Galerie. Oh nö. Also das Archiv. Na komm, wir müssen es ja tun. Okay, dann werden wir vorzeitig beenden, vor der Stelle, wo ich eigentlich aufhören wollte. Ja, ich benutze links, nicht rechts mehr. Blöde. Puh. Erledigt? Jetzt. Wie war denn das?
Hier kommt noch an, uns noch ein Froschmann entgegen, meine ich. Da ist ein Zettel. Captain Brian Handley, Direktor Glenn Moulton, Statusbericht, interne Untersuchung. Wir kürzlich besprochen in meiner Abteilung eine intensive interne Überprüfung der Gefängnispersonalschaft begonnen. Das, was wichtige Entwicklungen zum jetzigen Zeitpunkt angeht, richten wir unsere Aufmerksamkeit besonders auf die Aktivitäten sowohl in der Vergangenheit als auch in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart des Wärters George Saville. Ja, bitte. Laut Augenzeugenbericht des Wärters Frank Coleridge war Wächter Saville in eine Anzahl illegaler Aktivitäten verwickelt, wenn ihr wüsstet. Allerdings liegt uns außer dem Augenzeugenbericht von Wärter Coleridge bisher keine weiteren Beweise hinsichtlich Savilles angeblicher Vergehen vor und unsere Untersuchungen werden fortgesetzt. Ich erstatte Ihnen unverzüglich über neue Erkenntnisse Bericht. Hochachtungsvoll, Captain Brian Handley, Leitung Wachpersonal. Stand da jemand? Nein. Ah, das war die... Jo! Was konnten wir da? Noch nur schließen. Wir haben jetzt eine Lampe, die beides kann. Der Hund überhaupt noch am Leben ist. Hi, du. I'm so sorry, dass ich dich aufbringen muss. Ah, warte. Wie war denn das? Nein, nein, das muss da irgendwo hin. Ja, genau, wir müssen das Wasser abpumpen. Murphy, der Feuerwehrmann. Wollt schon immer Feuerwehrmann werden. Entschuldigung. War da nicht auch irgendwas? Ah, genau. Der Hinweis auf den Endboss. Ah, wir sehen sogar Fußspuren. Yes. Genau. Jetzt aber. Let's see if this works. Ja, jetzt funktioniert es natürlich. Das ganze Wasser wird abgepumpt. Warte, ging die Tür auf? Nein. War noch was für mich? Nein. Was jetzt? Nein. Gut. War mir nicht sicher, deswegen. Ach, warum? Hör auf damit. Also nicht das Spiel. Murphy darf weitermachen. Kann mich nicht über Wasser halten. Ja, das ist auch ein starker Hinweis. Das hier. Und kann mich nicht über Wasser halten. Man findet später noch mehr solcher Nachrichten heraus hier. Es läuft nämlich also wieder voll. Und drei! Komm her, du Bitch. Warum habe ich nur zwei in Erinnerung? Au! Nein. Aua! Ich muss mich gleich heilen. Ich weiß nicht, wen von euch ich schon verletzt habe und wen noch nicht. Hau ab! Ah. Sollte die richtige Taste drücken. Murphy, mach doch!
Ah, den ersten habe ich von der Decke geholt. Gut. Ja, wir haben uns gegenseitig verletzt. Au, du. Ich hasse das, wenn ihr das macht. Wisst ihr? Ich hasse das so sehr. Oh, Bitch! Jetzt hör einfach auf! Was kann ich jetzt aufheben? So, wo ist der dritte im Bunde? Nicht mehr da. Hast du das hier? Der dritte hat sich verpieselt. Hier sind Spuren. Deine Spuren im Sand. Die ich gestern noch fand. Hat die Flut mitgenommen. Gut, dass ich nicht mit Facecam spiele, dann sieht keiner, wie mir gerade die Tränen kommen. Deine Liebe, sie schwand. Wie die Spuren im Sand. Was ist mir nur geblieben? Deine? Weiß ich nicht mehr. Meine Sehnsucht nach dir? Fragezeichen? Nein, Murph, lass es. Aua. DJ Rick's playing the tunes you want to hear, year after year after year. We've been together a long time, Silent Hill, and we ain't done with each other yet. You see, DJ Rick's got an important news flash for y'all, so perk up them ears. I know a way out of town. Das ist gut, dass du einen Weg aus der Stadt weißt. Da ist jemand davor. Wir sehen ihn noch nicht. Cause he's... Was heißt unsichtbar nochmal? Was heißt unsichtbar nochmal? Ich weiß nicht mehr, was unsichtbar heißt. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe hier drauf keine Lust. Müsste sich das nicht öffnen? Ah, da sind die Knöpfe. Entschuldigung, blind. Ist das wirklich das Archiv? Kam das doch noch vorher? Ich habe keine Lust auf das Archiv. Echt? Es ist das Archiv. Ich habe keine Lust auf das Archiv. Das Archiv ist ätzend. Ja, ja, gib Ruhe. Da kommt die kleine Lache wieder. Kleine und die große Lache. Nein, die kleine. Nein, ich heb diesen Stuhl nicht auf. Die Lache gehört zu einem Gegner hier und ich habe keine... Ja, jetzt reicht's. Keine Lust darauf. Ich mag diesen Gegner nämlich nicht. Die uns hier öfter begegnen werden. Nicht so oft? Na. Oh, schon beim ersten Mal. Ein Wunder. Ich habe keine Lust hier drauf. Kann ich nichts machen. Ich habe keine Lust hier drauf, Lust hier drauf, Lust hier drauf. Ich habe keine Lust hier drauf. Aber ich beende auch gleich. War hier nicht. Nein, das war nicht hier. Wenn das Spiel nicht hakt. Ja. Die Brücke ist mal eben runtergekommen. Und wir haben es nicht gesehen. Wissen wir schon, da war's. C4.
Zivilisation der Klassik war der Zeremonie bekannt als Vorzeichenlesung. Mittelpunkt dieser Praxis war der Wahrsager, ein Priester, der das Verhalten und die Bewegung der Vögel studierte und daraus den Willen der Götter ablas. Für eine bestimmte Zeit wurden Krieg, Politik, Handel durch diese spezialisierten Priester bestimmt. Eine Art spezialisierte Priester im alten Rom war der Haruspex, im Gegensatz zum Augur, der die Zukunft durch die Beobachtung von Elementen der lebenden natürlichen Welt zu sehen glaubte, machte der Haruspex seine Prophezeiung durch Opferung von Tieren, besonders Vögel und Schafe. Diese Tiere wurden vor ihrer Schlachtung üblicherweise gesegnet, in gesegnetes Wasser gereinigt, dann wurden Leber und Innereien entfernt und auf Zukunftszeichen untersucht. Es war ein Haruspex namens Titus Festricus Spurina, der Julius Caesar vor Ich habe keinen Bock auf das Archiv. Da ist noch mehr zu lesen. Jetzt viel Spaß. Meisterwerke der Literatur Osteuropa. Wissenschaftler Paul Scheibels Deutsch zu Franz Fackers Die Verwandlung zwang es möglich, dass Georgs Verwaltung durch Pech war. Wahrscheinlich ist es aber, dass seine Insektenkrankheit selbst verschuldet war. Eine Möglichkeit für ihn, die Gesellschaft zu entfliehen. Scheibels Argumente stützt sich vorrangig auf den hinteren Teil des Werks, wenn Gregor die Ängste und das Verhalten eines Insekts annimmt. Allein Gregors Zimmer, eine Festung aus weggeworfenen Objekten, lässt ein Gefängnis erkennen, das er selbst schuf. Aber keinesfalls ein Lager für ungewollte Dinge. Gregor wollte ungewollt sein, also er schuf eine Welt verbarrikadiert hinter Ungewolltem. Das Werk zeigt seinen Abstieg von menschlichen Wesen zum exoskelettären Gefangenen, der ihn letztendlich in den Tod führt. Schreible Paul, die Verwandlung ein finaler Akt menschlichen Willens. Meisterwerke der Literatur Osteuropa, ein weiteres bedeutendes Werk von Kafka, das auch heute noch relativ relevant ist, besonders wenn der Wert der Todesstrafe diskutiert wird, ist seine 1919 geschriebene Kurzgeschichte in der Strafkolonie. Diese tief verstörende Geschichte erzählt von der letzten Anwendung eines grausamen Hinrichtungsgeräts, das sein Opfer langsam über 12 Stunden hinweg tötet, währenddessen seinen Verbrechen im buchstäblich ins Fleisch geritzt werden. Das Gefängnis, in dem diese genial grausame Gerät verwendet wird, hat entschieden, diese Maschine außer Dienst zu stellen, aber der Vollstrecker, der sie bedient, scheint eine abnorme Vorliebe für die elegante Gewalt zu haben, die sie bewegt, und beschreibt die spirituelle Ekstase, die einige Opfer in den letzten Stunden ihres Lebens überkommt. In einer wahrhaft kafkaesken Wendung entscheidet sich der Vollstrecker für die letzte Anwendung der Maschine, den Platz mit dem verurteilten Häftling zu tauschen, da er... Aber da können wir nicht lesen. Es ja nicht verwenden darf, richtig? Er will es noch einmal selbst erleben. Das letzte Hinrichtung. Es ist, als ob jemand spezifische Tastes in Entertainment hat. Mhm. Was? Da war noch mehr zu lesen, ich hab's gesehen. Das kann ich hier aufheben, den Stuhl. Ja, okay. Ich hab's doch gesehen, da war noch mehr zum Lesen. Wo war's? Nee, das war das Schild. Entschuldigung. Doch, da!